Hallo und herzlich willkommen zum Beauty Basics Bootcamp rund um das Thema Lippenstift. Heute in diesem Video geht es darum, wie man die perfekte Basis schafft, also wie man einen Lip Liner richtig aufträgt. Ich bin Melanie, Beauty-Redakteurin bei der Glamour und ausgebildete Make-up-Artistin. Und ihr habt euch bestimmt schon oft gefragt, warum brauche ich so einen Lip Liner eigentlich? Es gibt drei sehr gute Gründe dafür, einen Lip Liner aufzutragen. Der erste Grund ist die Form. Mit dem Lip Liner zeichnet man ja die Kontur der Lippe nach, sprich man gibt ihr die Form, die sie nachher haben soll. Der Lip Liner heißt eben auch Konturenstift, weil man damit die Kontur nachzeichnet, eben dass sie nicht verwackelt oder dass man darüber hinaus zeichnet. Man muss, wenn die Kontur sitzt, mit dem Lippenstift die Lippe dann eigentlich nur noch ausmalen in der Kontur, die man eh schon geschaffen hat. Also super easy. Ein Lip Liner ist also super, um die Kontur nachzuzeichnen, damit man eben nicht drüber hinaus zeichnet. Außer man möchte das, denn mit einem Lip Liner kann man die Lippe auch super ein bisschen voller schminken und da malt man dann gezielt drüber hinaus, weil anstatt auf der Lippenkontur zu zeichnen, nimmt man sich die äußere Lippenkontur, also die, die direkt darüber ist, und geht quasi entlang der äußeren Lippenkontur, malt dann die Lippe mit dem Lippenstift aus und schon hat man die Lippe ein bisschen voller gezeichnet. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Man kann die Lippe auch so ein bisschen schmaler schminken, indem man anstatt auf der Lippenkontur entlang der inneren Lippenkontur zeichnet, also knapp dahinter, ein bisschen weiter innen. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall auch noch einen Concealer zu nehmen und die Lippenkontur dann nochmal so ein bisschen abzudecken, dass eben nur noch die innere Lippenkontur sichtbar ist und die Lippe eben so ein bisschen schmaler erscheint. Der zweite Grund, warum es sich auf jeden Fall lohnt, ab und zu mal zum Lip Liner zu greifen, ist, dass man die Lippe haltbarer macht, also die Haltbarkeit. Der Lip Liner dient eben dazu, die Lippe einzurahmen. Die Lip Liner haben eine eher wachsartige Textur, die super auf der Lippe haftet. Und wenn man dann den Lippenstift darüber gibt, bleibt den ganzen Tag in seiner Form. Er franzt nicht aus, er verschwimmt nicht, weil man die Lippe ja damit eingerahmt hat. Und besonders bei Liquid Lipsticks ist das super praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr schon mal einen Liquid Lipstick auf dem Handrücken aufgetragen habt. Die haben ja so eine ganz, ganz flüssige Textur und die verschwimmen dann quasi in den Rillen von der Haut. Das passiert nicht auf der Lippe, wenn man eben davor die Lippe mit einem Lip Liner eingerahmt hat. Dann bleibt der Liquid Lipstick da, wo er sein soll und franzt eben nicht aus. Und der dritte Grund, warum es sich lohnt, einen Lip Liner zu tragen, ist, dass man die Farbe damit intensivieren kann. Klar, hauptsächlich geht es darum, die Kontur natürlich nachzuzeichnen, aber mit dem Lip Liner kann man natürlich auch die Lippe komplett ausmalen, quasi als Grundierung würde ich mal sagen. Und wenn man einen Lippenstift hat, der zum Beispiel semi-transparent ist oder einfach nicht komplett deckend, also zum Beispiel so einen Hauch rosa auf die Lippen zaubert normalerweise und man darunter einen pinken Lip Liner gibt, kann man die Farbe richtig intensivieren. Man hat also quasi ein komplett neues Ergebnis. Das ist natürlich auch immer hilfreich, wenn ihr jetzt eine super pigmentierte Lippe habt, die ihr eigentlich so ein bisschen mit Foundation oder Concealer davor noch neutralisieren würdet. Könnt ihr einfach direkt einen Lip Liner drauf geben, der eben eine Farbe hat, die ihr haben wollt oder die der Lippenstift hat. Und dann braucht ihr die Lippe gar nicht erst neutralisieren, sondern intensiviert die Farbe so oder so mit dem Lip Liner. Das waren die drei Gründe, weswegen es sich auf jeden Fall lohnt, einen Lip Liner zu tragen. Zugeben, auch ich trage nicht jeden Tag einen Lip Liner auf. Manchmal muss es einfach schnell gehen und dann nehme ich mir den Lippenstift, trage ihn auf und bin ready to go. Aber vor allem, wenn ich irgendwie den ganzen Tag meinen Lippenstift trage und er soll auch am Abend noch perfekt aussehen, kommt auf jeden Fall ein Lip Liner drauf. Oder wenn ich zu einer knalligen Farbe greife, wo jeder Patzer sofort sichtbar wäre, auf jeden Fall die Kontur mit einem Lip Liner nachzeichnen, mit dem Lippenstift ausmalen und dann ist es auch wirklich gar kein Problem, auch knallige Farben schön auf die Lippen zu bekommen. Was für Lip Liner gibt es überhaupt? Keine Sorge, nicht wahnsinnig viele. Die Auswahl ist jetzt nicht so groß, also es gibt einen guten Überblick, den ich euch jetzt verschaffen werde. Im Grunde unterscheidet man zwischen zwei Arten. Ich habe die auch mal mitgebracht. Es gibt die Lip Liner, die man eben anspitzt. Das sind, glaube ich, so die klassischen, die jeder kennt. Und dann gibt es noch die Lip Liner, die man so rausdrehen kann. Wie unterscheiden die sich jetzt? Also ich würde mal sagen, dass die, die man anspitzt, tendenziell so ein bisschen härter sind. Also man muss da schon so ein bisschen fester aufdrücken, dass man Farbe auf die Lippen bekommt. Was manchmal auch ganz praktisch sein kann, wenn man sich eben so langsam an die Form oder an die Kontur so ein bisschen rantasten möchte. Wohingegen die Lip Liner zum Rausdrehen, also das ist so meine Erfahrung, ein bisschen cremiger sind und so ein bisschen intensiver. Also da geht man einmal drüber und man hat sofort Farbe da. Da sollte man schon wissen, was für eine Lippenform man erzielen möchte, weil man eben sofort Farbe auf den Lippen hat. Aber es geht halt auch so ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller. Man muss eben nicht
öfter mal ansetzen. Ne? Da muss man so ein bisschen rausfinden für sich, was einem besser liegt. Also es gibt auch Lip Liner zum Anspitzen, die doch auch recht cremig sind und nicht so hart. Aber die ganz hart, ne, bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil man da wirklich das Gefühl hat, man muss manchmal so an der Lippenkontur kratzen. Ne? Und vor allem bei hellen Konturen, sag ich mal, bei hellen Lip Linern, greife ich dann am liebsten zu den cremigen, ne? Weil da kann es auch mal so ein bisschen schneller gehen. Da sollte man schon exakt sein, aber bei den hellen fällt es dann auch nicht so auf, wenn man vielleicht mal einen Ticken drüber und einen Ticken drunter ist. Und mit den Lip Linern, die man anspitzt, gehe ich dann eher auf so die dunkleren Farben, die kräftigen Farben auch, weil die halt immer spitz sind. Und wenn ich so eine ganz exakte Kontur haben möchte, zum Beispiel bei einer roten Lippe, ist der auf jeden Fall die richtige Wahl. Und davor auf jeden Fall immer anspitzen. Ne? Und dann gibt es noch Lip Liner, die eine 2-in-1-Funktion haben oder zumindest mehr als nur eine Sache können. Ich habe hier einen von Dior zum Beispiel. Auf der einen Seite klassischer Lip Liner zum Anspitzen. Auf der anderen Seite haben wir einen Pinsel. Der ist zum einen super, um die Farbe mit dem Lippenstift aufzunehmen und dann in den Mundwinkeln aufzutragen, weil da ist es ja doch oftmals schwer, auch mit dem, ich sag mal, eher klobigen Lippenstift hinzukommen. Man kann mit dem Pinsel aber auch die Lippenkontur, die man gezeichnet hat, so ein bisschen verblenden, ne? Dass sie nicht so hart, sondern eher so ein bisschen softer aussieht. Und der hier kommt zum Beispiel noch mit einem kleinen Spitzer. Das ist natürlich auch super, wenn man gerade kein Zuhause hat, um den Lip Liner auch noch anzuspitzen. Ne? Hier habe ich nochmal ein ähnliches Prinzip. Auf der einen Seite ein Lip Liner, auf der anderen Seite ein Pinsel. Einfach sehr praktisch. Und dann, ne? Wie gesagt, ich bin immer ein großer Fan von 2-in-1 Produkten. Ne? Haben wir noch hier eins von Shiseido. Da haben wir auf der einen Seite einen Lip Liner zum Rausdrehen und auf der anderen Seite einen Lip Primer bzw. so eine Pflege, die man natürlich eigentlich davor auftragen sollte. Also eigentlich umgekehrt. Erst die Lippenpflege, dann ist die Lippe schön gepflegt, ready to go für den Lippenstift. 2-in-1 Produkte bin ich immer ein großer Fan von. Spart man sich so ein bisschen Tools und Arbeit. Und was auch noch super praktisch ist, es gibt auch universelle Lip Liner, also quasi so Multitasking-Produkte. Die haben nämlich keine Farbe. Die sind quasi transparent durchsichtig. Alles, was die haben, ist eben diese wachsartige Textur. Die sind eben nicht dafür da, damit man jetzt die Farbe vom Lippenstift intensivieren kann, weil die haben keine Farbe. Aber man kann damit super die Lippe einrahmen, ohne dass man es sieht. Also man kann damit auch auf keinen Fall patzen, weil durchsichtige Farbe. Aber sie rahmen die Lippe eben so ein, dass die Farbe tagsüber nicht verläuft, verschwimmt, weil sie eben einen transparenten, durchsichtigen Rahmen schaffen. Also super praktisch, vor allem, wenn man auch erstmal so ein bisschen sich an die Form rantasten möchte und nicht so der Profi ist, kann man optimal damit üben, weil man keine Fehler machen kann. Jetzt kennen wir alle Gründe, warum es sich lohnt, einen Lip Liner zu tragen und wir wissen, welche Lip Liner es so gibt. Und jetzt zeige ich euch auch noch, wie man einen Lip Liner benutzt. Ich habe hier eins meiner Dream Matches, sage ich mal. Also es ist schon so, dass man jetzt nicht immer dieselbe Marke von Lippenstift mit derselben Marke vom Lip Liner kombinieren muss. Man kann zu Hause mal so ein bisschen durchsuchen, passen die Sachen, so ein bisschen auf dem Handrücken ausprobieren. Und wenn ich dann immer so ein Match gefunden habe wie hier, ich habe jetzt einen Lip Liner von Makeup Factory und einen Lippenstift von Shiseido, dann mache ich schon auch manchmal so, dass ich mir einen kleinen Haargummi oder irgendwas ähnliches nehme, die zwei miteinander verbinde und so wieder verstaue, weil dann muss ich auch nicht mehr suchen das nächste Mal. Also, mein Match habe ich schon mal gefunden. Ne? Wir haben hier jetzt einen, ich würde mal sagen, lila-stichigen Roséton, schon fast so ein Mauve-Ton. Auf jeden Fall ein kühler Ton, das mag ich sehr. Bevor wir starten, habe ich auch immer noch einen Concealer in der Nähe, um später die Lippenkontur, wenn was schief geht, zu korrigieren. Also den nicht zu weit weglegen. Und ein Q-Tip bzw. Wattestäbchen. Damit kann man auch immer ganz schnell kleine Patzer korrigieren. Tatsächlich braucht es auch so ein bisschen Übung, bis man den Dreh raus hat und bis es dann auch schnell geht, die Lippenform einfach so aufzuzeichnen. Vor allem, wenn man die Lippe überzeichnen möchte, also wenn man die Lippe so ein bisschen voller wirken lassen möchte, als ich das erstmal das probiert habe, sah das nicht so gut aus. Also so ein, zwei Mal muss man es machen, dann funktioniert auch das, aber einfach öfter mal einen Lip Liner benutzen, dann geht es auch in wenigen Sekunden. Ne? Ich fange mit dem Lip Liner immer beim Lippenherz an, also hier und hier. Ich zeige es erstmal, bevor ich es anzeichne. Beim Lippenherz an, gebe da so die Form und dann auch unten hier beim Bogen, so hat man schon mal den Grundschwung, sage ich mal, und zeichne dann von außen nach innen, verbinde ich die Linien, die ich schon habe. So viel zur Theorie. Ich habe hier einen cremigen Lip Liner zum Rausdrehen, der eben sehr weich ist. Da muss ich nicht fest aufdrücken, das geht relativ zackig. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch an. Musik.
die Lippenform steht. Also wie gesagt, ich fange immer mit dem Lippenherz oben an. Das ist so ein bisschen, dass ich die Form schon mal gebe und auch unten beim Bogen. Dann hat man einfach schon mal so den Schwung, sage ich mal. Bei den Mundwinkeln tatsächlich versuche ich immer die innere Lippenkontur zu nehmen und da auch schon so ein bisschen auszumalen, eben weil man mit dem Lippenstifter später schwieriger hinkommt, sage ich mal. Da kann man mit dem Lipliner einfach schon hervorragend vorarbeiten. Ne? Deswegen presse ich die Lippen dann auch immer noch mal so ein bisschen zusammen, damit sich die inneren Mundwinkel einfach schon gut mit der Farbe färben. Die Kontur ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hart. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Farbton. Der ist doch noch relativ natürlich, aber auch an dieser cremigen Textur. Da kann man auch so ein bisschen dicker auftragen. Damit könnte man jetzt eigentlich auch einen schönen Ombre-Effekt machen. Also wenn ich jetzt noch so ein bisschen weiter rein schattieren würde mit dem Lipliner und dann einen etwas helleren Lippenstift nehmen würde, hätte ich einen schönen Ombre-Effekt auf den Lippen. Also dafür ist so ein Lipliner auch gut. Ich habe mich jetzt für einen Lipliner in derselben Farbe von meinem Lippenstift entschieden. Das heißt, wir haben dann ein schönes homogenes Ergebnis, also ein sehr schönes einheitliches Ergebnis. Mit der Lippenkontur bin ich jetzt soweit zufrieden, deswegen kommt jetzt der Lippenstift. Und den muss ich jetzt eigentlich nur noch relativ zentral auftragen. Also ich starte immer in der Mitte und arbeite mich dann so von innen nach außen, weil da haben wir ja auch einfach schon Farbe und gehe nicht zu weit raus, weil ich möchte ja nicht übermalen. Ich habe jetzt eine schöne Form, die ich eigentlich, wie gesagt, nur noch ausmalen muss. So einfach ist es. Und so schnell ist der Lippenlook dann eigentlich auch fertig. Die Kontur sollte den ganzen Tag jetzt so sitzen. Die Farbe sollte auch so bleiben. Ich habe jetzt, dadurch, dass der Lippenstift schon sehr matt ist, nicht die Lippe komplett mit dem Lipliner aufgetragen, weil dann wird es vielleicht doch so ein bisschen zu sehr meine Lippen austrocknen. Deswegen habe ich mich jetzt nur für eine Kontur entschieden. Aber das sollte auch schon sehr lange sehr gut aussehen. So. Und jetzt würde ich nochmal gucken. Also ich habe auch immer eben noch so einen kleinen abgeschrägten Pinsel hier und entweder einen sehr cremigen Concealer oder auch einen flüssigen Concealer. Denn wenn ich doch irgendwo eine Kante entdecke, die mir nicht exakt genug ist, kann man super mit dem Concealer nochmal so ein bisschen nacharbeiten. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, aber ich zeige euch jetzt trotzdem nochmal kurz, wie ich das machen würde. Es wird eigentlich direkt mit dem schrägen Pinsel, also da eignet sich wirklich so ein abgeschrägter Pinsel, wenn man so dann nochmal exakt an der Kontur so ein bisschen korrigieren kann. Geht dann einfach in das Produkt. Nicht zu viel, weil das brauchen wir gar nicht. Nimm dann wieder ein bisschen was runter und dann. Also so ein Concealer ist nochmal super praktisch, um die Kontur, beziehungsweise der Kontur den letzten Feinschliff zu verleihen. Also sie so richtig, wie sagt man im Englischen, so sharp, also richtig klar und definiert aussehen zu lassen. Ich bin fertig mit dem Lippenlook und ich finde, der Lipliner hat sich auf jeden Fall ausgezahlt gemacht, beziehungsweise er wird es auf jeden Fall noch tun im Laufe des Tages. Mich würde auf jeden Fall interessieren, benutzt ihr einen Lipliner? Und wenn ja, wie oft? Jeden Tag? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video zum Lipliner gefallen. Nächstes Mal könnt ihr euch auch schon freuen, da dreht sich alles rund um das Thema Liquid Lipstick und wie man den richtig aufträgt. Bis dahin könnt ihr hier noch weitere Videos zum Beauty Basics Bootcamp gucken und hier könnt ihr die Glamour abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Meine Zwillinge sehr komische Sachen sagen. Tada! Ich mach nochmal. Entschuldigung.